Was geht, YouTube, ist der Boy Gang? Wir sind heute zurück hier auf dem Weitkanal. Irgendeiner hier im Chat hat das Horrorspiel hier gesagt, dass das irgendwie schnell geht und keine Ahnung, on stream. Kann man das mal wo gut zockele machen? Ich zock das jetzt. Ich habe richtig Angst vor Horrorspielen. Ultra. Ist jetzt nicht dieses, ich habe Angst vor Horrorspielen, dies, das, wie die Leute das immer sagen. Ich habe wirklich, ich bin leider echt, ich bin so richtig schreckhaft. Ich zeige euch mal meinen ersten TikTok. Der ist ultra peinlich. Damals nicht fake. War halt real, diese Rage. Ich muss sagen, jetzt gerade habe ich überhaupt. Jetzt war ich schon. Guck mal, weil das halt, ich hatte da auch diese richtig dicken Kopfhörer auf und ich habe mich so richtig scheiße erschrocken. Und das hat mir auch Angst gemacht, so voranschreiten in einem Horrorspiel macht mir richtig Angst. Zieh an deinem Hörer. By the way, bin mir nicht so schade, dieses Spiel sofort abzubrechen, wenn ich zu viel Angst habe. Hey, ich habe mitbekommen, dass du Geschichten suchst, als ich einem YouTuber zugeschaut habe, der Fears of Phantom Cast. Halt die Fresse. Was ist jetzt? Ich halt deine Fresse. Okay, das ist eine Geschichte, du warst 24. Es fühlt sich komisch an, jemandem das zu erzählen, weil die Geschichte absurd und eigenartig ist. Aber ich denke, es wird mir helfen, mit den ganzen Erinnerungen besser klarzukommen. Okay, er will mir eine Geschichte erzählen. That's it. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Ich war als Feuerwächter in einem der größten Wälder im pazifischen Nordwesten stationiert. Kilometerlange dichte Wälder, die von Forstverwaltung verwaltet werden. Ich hatte eine Bezahlung, mit der ich über die Runden kam. Aber ich konnte mir nie schicke Klamotten, eine leckere Mahlzeit, etc. leisten. Meine größte Leistung bis jetzt war ein Wohnmobil, das ich mir mit der finanziellen Hilfe meines Vaters leisten konnte. Das Wohnmobil... Halt deine Fresse, okay? Er hat ein Wohnmobil auch. Okay, er musste zum Feuerwachturm. Er hat ein Wohnmobil... Ach, leck mein Arsch. Muss man das lesen, Jungs? Muss man das lesen? Reicht. Ich finde, das reicht auch. Ich habe kein LRS, laber keinen Scheiß, ich habe nur keinen Bock, das zu lesen. Ich verabschiedete mich kurz und machte mich auf den Weg zum neuen Standort. Es war circa eine 2 Stunden Fahrt. Okay, eher irgendwo bei einer Fahrt zu irgendeinem Feuerfotzturm. Oh, was ist das für eine schlechte Quality bei dem Game? Wer ist die zum Fahren? Ha, Content. Ist das nicht dieses eine Lied, was... Escape zum Nachrichtenlesen. Ja, am besten beim Autofahren. Willst du mich verarschen? Das ist so viel. Bist du schon an Rosebook vorbei? Nee, warum? Da schon Forts. Okay, danke für den Sub. Du wirst sehr wahrscheinlich Billy am Tor begegnen. Zeig ihm einfach deine ID. Ich lebte ein sehr einsames Leben. Mach dunkel, brav. Oder mein Licht ist aus. Was soll ich machen? Ich kann nicht dunkler. Es hilft mir, den Kopf auszuschalten. Ja, okay. Ich durfte das nicht zu Ende lesen. Ich kann Zoom rein. Soll ich mal in den reinfahren? Ich hatte gerade Angst. Schon immer habe ich die freie Natur geliebt. Einfach nur von der Natur umgeben zu sein, machte mich glücklich. Ich habe noch eine Nachricht. Ich glaube, da war ein Diener. Ich glaube, da war ein Diner in der Nähe von Roseburg. Die haben die besten Burger der Stadt. Du musst sie testen. Okay, danke für den Sub. Ich könnte wirklich eine gute Mahlzeit gebrauchen, bevor ich da einchecke. Danke, Kay. Ja, okay. Guck mal, wie ich das hier fahre. Ich fahre linke Spur, Digga. Ich gebe keinen Fick gerade. 200 km/h. Ah, hier. Geil. Wie steige ich denn aus dem Auto aus? Ah. Okay, ich habe mich gerade erschrocken, weil er die Bremse gezogen hat. Okay, jetzt wird es gerade irgendwie voll laut draußen. Okay. Okay, hier fahren noch Autos noch. Hier kann das noch nicht krass sein. Ah, okay, da sind auch noch Leute drin. Alles in Spanterino noch. Abend. Abend. Alles gut. Abend. Okay. Willkommen im Twin River Diner. Wie geht es Ihnen heute? Ja, gut. Wie geht's Ihnen? Gar nicht so schlecht. Okay, danke. Ich werde mir das nicht durchlesen, aber ich werde jetzt einfach mal Platz nehmen. Ich habe jetzt Platz genommen. Guten Abend. Ich bin Barbara. Möchten Sie nun bestellen? Was passiert, wenn ich Nein mache? Okay. Lassen Sie sich Zeit. Ruhig Zeit. Ich bin sofort wieder da. Okay. Geiler Arsch. Sorry. Boah, die geht mir richtig auf den Sack. Okay, ja, ich will was bestellen. Na dann, was kann ich Ihnen heute bringen? Einen Cheeseburger mit Pommes, ein gegrilltes Käsesandwich mit Zwiebelringen. Okay, vielleicht, wir nehmen einfach mal einen Cheeseburger. Große Cola, machst du mit dem Koli. Das war's alles. Und jetzt Abflug. Ja, werde ich machen, klingt gut, halt die Fresse. Du machst ernsthaft Roleplay, was soll ich denn sonst hier machen? Guck mal, die genießen hier, die genießen. Ja, definitiv. Ich muss dringend pinkeln. Ich schwöre, ich muss in Real Life auch pinkeln. Ja, soll ich dann aufstehen? Alter, man kann sich hier richtig frei bewegen, was ist das für ein gut gemachtes Spiel? Toilet Dragon jumpen vielleicht mal. Okay. Warum sehe ich mich selber nicht im Spiegel, Lino? Ich musste dringend pinkeln. Geil. Was ist das für ein Content?
Ich kann meine Kamera nicht bewegen. Tschüss, der muss echt lange pinkeln, ja? Kann ich nochmal pinkeln? Ich war damit fertig. Okay, nein, kann ich nicht. Kann ich meine Hände wenigstens waschen? Wenigstens. Okay, ich darf nicht sehen, wie ich mir die Hände wasche. Okay, die Tür knallt mir in die Fresse. Wo ist mein Fraß? Wird's bald hier mit dem Fraß? Boah, wie sieht's aus mit dem Fraß hier? Wo ist denn der Fraß? Die Kellnerin macht's mit ihm. Safe. Oh, okay. Die bringt mir schon meinen Fraß jetzt. Boah, die ist so eklig, locker. Mach die Tür zu. Nee, die sollen alle schön riechen, wie ich gerade gepisst habe. Diese Pisse von mir, die ich da gerade gelassen habe, die riecht so nach diesen Kellogg's Smacks. Kennt ihr diese Smacks Kellogg's? Danach riecht. Kennt ihr das, wenn die esst und dann eure Pisse danach riecht? Ja. Erstmal den Burger in meinen Arsch stecken. Junge, stell die Grafik hoch. Das ist einfach so, glaube ich, von dem Spiel. Ich kann vor allem, wenn du hier Escape drückst, in jedem normalen Spiel würdest du in die Einstellung kommen. Hier kommst du einfach in die Nachrichten. Du darfst gar nicht deine Settings machen. Ja, Fraß erstmal trinken. Oh, der hat mich schon wieder geschrieben. Bist du hingegangen? Wie war's? Bin noch. Gerade am Essen. Es ist so lecker. Komplett, Digga. Oh, geil. Essen ist komplett. Okay, hat mir nochmal geschrieben. Oh, der steht auf. Der geht jetzt auf Toilette, nachdem ich da den ekligsten Dump meines Lebens getaked habe. Oh, okay, er macht die Tür sogar zu. Abend, es war super. Die Rechnung bitte, ja, einmal bitte zahlen. Okay, dieser Kayla Bastard spammt mich, der Hund. Bin auf dem Weg nach Hause, schreibe die gleich zurück. Ist das meine Ische? Ist das meine Chaya hier oder was? Wie muss ich das verstehen, finde ich jetzt zum Beispiel. Kann ich einfach abhauen, ohne zu zahlen? Das wäre auch Lachkick. Hier ist die Rechnung. Zahle 6 und gib 5. Ach, ich zahle, gib ihr gar kein Trinkgeld. Sofort. Ist die jetzt OC auf mich? Da stand gerade Punkt, 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 weil ich kein Trinkgeld gegeben habe. Das Fleisch war ein bisschen trocken. Nächstes Mal machst du das ein bisschen frischer. Hast du mich verstanden, du Vollidiot? Willst du von deinem Burger noch abbeißen? Schade, geht nicht. Ich glaube, das war ein guter Moment, nach Nummer zu fragen. Die läuft mir gleich locker hinterher, weil ich ihr keinen Trinkgeld gegeben habe. In Real Life bin ich, muss ich sagen, ich bin der Trinkgeld-Verfechter. Ne? Ich gebe so viel Trinkgeld. Konnte nicht mit offener Tür fahren. Ich gebe locker im Real Life immer Minimum 10%. Und wenn ich mal so essen gehe mit Kollegen, gebe ich manchmal auch mal so dem Kellner 10er Trinkgeld. Ich finde das krass. Ich habe früher gar nichts gegeben. Aber ich wurde da gedrillt von Leuten aus meinem Umkreis, dass man das mal machen sollte. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Weil ganz ehrlich, diese 5 Euro, die merkst du eh nicht in deinem Leben. Und von jemandem anderen macht das Leben halt voll viel besser. Weißt du, wie ich meine? Okay, es ist 8 Uhr. Okay, schon dunkle Reno. Ja, das stimmt. Ich hatte halt zu der Zeit, wo ich 0 Euro trinke, also nicht, dass ich reich bin, aber da, wo ich 0 Euro Trinkgeld gegeben habe, Digga, muss ich zugeben, hatte ich auch eigentlich echt fast gar kein Geld. Da kann man auch kaum Trinkgeld geben, ne? Also das ist jetzt natürlich auch nur, guck mal, wenn ihr über 1000 Euro im Monat für euch habt, dann kann man diese Filme machen. Oh, okay. Ich habe nichts gedrückt, das hat sich von selber bewegt. Warum ist der Wagen auf einmal so langsam? Und warum bewegt sich mein Arsch gerade von alleine? Und was ist das für ein Among Us Sus Sound, der hier kommt? Der Wagen wird immer langsamer. Oh, okay. Kann ich das Radio ausmachen? Ach, ich muss nach vorne gucken, ne? Ich bin ja irgendwo gegengefahren. Was ist denn mit denen jetzt? Warum kann ich nicht fahren? Ich habe vergessen, die Tür zu schließen. Ich schließe die Tür dann, ist doch kein Thema. Ist da eine Holzlatte im Weg? Okay, hier fahre ich ja kurz zurück. Warum fährt er so weit zurück? Willst du mich verarschen? Warum kann ich da nicht vorbei? Geh die Karre aufmotzen. Ja, das wird's wohl sein. Ich bin dran vorbeigefahren. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das für ein Spiel? Okay. Ich war nicht besonders stolz auf meine Fahrweise. Okay, Jungs, keine Sorge, ich muss kurz drehen. Ich bin der Fahrer in meiner Crew in GTA. Okay, ich kann eh hier durch den Wald fahren, Tamamsen. Heilige Taschenfotz. Muss ich in das Haus oder was? Okay. Hier, geparkt. Kann man diese Drecksmusik eigentlich ausmachen? Egal, da muss man im Video keine Musik drunter machen. Content! Ja, Abend, Jungs, ich bin hier irgendwie mit meinem Wagen gestrandet. Irgendwie, Digga, ja, keine Ahnung, Digga. Do not enter, doch, Digga. Komplett, da ist doch das Licht an. Da darf man da auch hin, finde ich. Das ist voll abgefuckt, dass das bei mir so laut ist. Ich mach das bei euch jetzt auch lauter. Okay, never mind. Ich hab vergessen, das Spiel hat keine Einstellung. Love it. Der Computer. Oh, okay. Okay. Ach du Heilige, du hast mich erschrocken. Ja, okay, sorry. Ich wollte dich nicht erschrecken.
Ich dachte, du wärst einer von denen. Wirklich, da hat mir jemand hier gerade wirklich die Maske vielleicht vom Kappes gefasst gezogen. Ach, ja, okay. Einer von wem? Du hast mich erschreckt. Möge Gott Gnade haben. Okay. Punkt, Punkt, Punkt. Wie auch immer. Kann ich bitte deine Erlaubnis sehen? Ich bin kein Camper. Du bist Billy, richtig? Ich bin kein Camper, du Vollidiot. Ich bin einer der Neutransferierten, du Vollidiot. Er muss erstmal ein paar Pornos ausmachen hier. Ja, was macht er jetzt hier für den Fortstand? Okay, Kumpel, du kannst gehen. Du bist bei Feuerturm 11 eingestellt. Schlüssel, gib mir die Schlüssel, du dämlicher Vollidiot. Lass mich für dich das Tor für den Pfad öffnen. Korrektness. Da kann jetzt nichts passieren, weil der ist... Steht da jemand? Nee. Wie der aussieht, Digga. Danke dir, Digga. Sieht man sich später. Danke dir, Billy. Taschen. Du sei vorsichtig, nimm das. Taschenfotze mitnehmen. Ja, nehme ich mit, die Taschenfotze. Willkommen in Ironbark, Kumpel. Okay, nun für unsere Gründe, wenn du bei deinem Turm bist. Okay, ich werde mir das nicht durchlesen. Okay, danke dir, Billy, nochmal, danke dir. G zum Werfen, F zum Verwenden. Okay, was willst du denn noch von mir, Billy? Du hast mich jetzt mehrmals angesprochen. Nur ein Ratschlag. Geh nicht weiter als eine halbe Meile oder so in den Norden von deinem Turm. Okay, warum oder verstanden? Warum? Gefährliche Wälder in der Richtung, Kumpel, okay. Wilde Katzen und Bären. Okay. Fuck, ich habe die Taschenfotze weggeworfen aus Versehen. Soll ich da jetzt mit Auto durch? Der hat mir jetzt hier das so aufgemacht. Muss ich da mit Auto durch, Jungs? Ohne Auto? Komplett einfach, oder was? Laufen. Komplett. Du bist dein Chef. Ich ließ meine Tasche erstmal im Wohnmobil, ja. Okay, ich kann jetzt wieder nicht weiter sagen. Ich brauche die Taschenfotze jetzt. Ich brauche die Tasche doch. Oh, hier läuft wieder die Mucke. Wo ist meine Dreckstasche? Ah, hier. Geile Rino. Ah, geil. Habe ich die Tasche doch dabei. Alter, das Lied ist so schlimm. Diese Geräuschkulisse macht Horrorspiele immer so schlimm. Okay, ich höre Schritte und ich möchte mein Headset jetzt absetzen. Okay. Ich höre Schritte von links. Das fuckt mich ab gerade. Ich kann das jetzt nicht spielen. Blackscreen für eine Stunde. Es war eine lange Wanderung und langsam fing es an, kalt zu werden. Okay, also hatte ich das nicht interessiert, dass sich gerade einfach irgendwer verfolgt hat. Das bricht jetzt ein. Ich habe so Angst, Reno, aber komplett. Komplett. Ist das auch jetzt zu laut? Ja, ist gut, okay. Wir lassen es jetzt so. Das ist jetzt zum Beispiel Content. Das ist noch harmlos. Ja, nächstes Mal mache ich einfach lauter als mich. Tower, okay. Hier Tower stand links. Normal, dass dieses Spiel 2 Stunden dauert, wenn ich hier 2 Stunden Lauf-Fortstand drin habe. Was ist das denn? In einem Feuerwehrturm zu leben ist kein glamouröser Job. Definitiv nicht. Man ist allein hier draußen und das für mehrere Wochen. Das ist nicht jedermanns Sache. Definitiv nicht. Aber ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Natur. Hier muss jetzt drauf. Content, Digga. Okay, ich stieg die Stufen zum Turm hinauf. Unter anderem. Bevor ich jetzt hier eine Tür öffne, werde ich immer mein Headset absetzen, finde ich. Okay. Wenn du einmal oben auf dem Turm bist, ist es dein Job, nach Feuern oder ungewöhnlichem Ausschau zu halten. Okay. Okay, wir müssen die Tür aufmachen. Okay, es hat nicht geklappt. Hey, geil. Okay. Die Luft hat nach Holz auf jeden Fall gerochen, steht da unten jetzt. Oh, PC, Content. Jetzt hier noch Content aufnehmen oder was? Kann man hier Content machen am PC? Oh, ich sehe gar nichts. Habe vergessen, den Generator zuerst einzuschalten. Ja, okay. Das ist dann halt immer der Punkt bei Horrorspielen, wo ich halt einen harten habe. So, was soll ich jetzt machen? Okay, ich gehe mal zum Generator, von dem ich nicht weiß. Unter anderem zum Beispiel. Content. Ach, man kann auch sprinten in dem Spiel, merke ich gerade. Okay, ich habe ungefähr 30 Minuten verschwendet. Seit wann ist denn das Toy-Toy-Dixie-Klo hier am Stehen, finde ich. Okay. Ich wollte mich darauf... Ich gehe auch nach oben. Ich gucke einfach nicht, ob da unten jetzt irgendwas war. Okay, jetzt habe ich nochmal kurz geguckt.
Geisteskrank, die Spiele. Okay. Okay. Mouse detected, keyboard detected. Initializing. Gaming. Rainbow. Kann man hier Rainbow Six Siege zocken? User Tower. Ja, wo soll ich wissen, was das Passwort ist? Porno Klaus? Wrong Password. Woher soll ich das dreckige Passwort wissen? Wollt ihr mich verarschen? 11? 1, 2, 3? Check the Iron Bank Rules Flyer. Ah, okay. Fire Department. All Lookouts. Okay. Steht hier irgendwo. Wo steht dein Passwort? Wollt ihr mich verarschen? Man kann das voll gut lesen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist halt so verschwommen, Digga. Du trollst. Ja, okay. Ich trolle. Ironbark Fire Depp. Wo steht. Achso, the System Password ist Ironbark und dann Tower Number. Okay, 11. Ironbark 11. Content. Kurz mal ein paar Sternos runterladen. Yeah, guys, look. Jungs, ich lade kurz ein paar Sternos runter. Botstand. Hallihallo, ich bin der Smiley, Ihr geschätzter virtueller Assistent. Hier, um Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrem Computer herauszuholen. Ja, ich muss kurz gucken, dass ich hier nicht gleich einen Content-ID-Provider runterlade und einen Proxy einrichte hier. Woran denken Sie? Ich wollte hier halt einen Content-ID-Provider und einen, ja, einen Proxy einrichten halt. Klickety-Klick, hier habe ich einen zufälligen Fakt für Sie. Honig verdirbt nie. Archäologen haben Krüse voll mit Honig. Krüge meint er. Achso, das ist ein G, okay. In ägyptischen Gräbstätten gefunden. Achso, ja, okay. Honig. Boah, wie der wohl schmeckt, 3000 Jahre alter Honig. Wir sind über 3000 Jahre alt und noch vollkommen genießbar. Content. Klickety-Klick. Hier habe ich einen zufälligen Fakt für Sie. Der Mount Everest ist der weltweit größte Berg. Wächst aufgrund der tektonischen Plattenbewegung jedes Jahr in die Höhe, okay. Um etwa 0,6 cm. Oh, okay. Klickety-Klick. Also, soll ich da jetzt noch weiter drauf drücken oder ist das hier eine Content, unendliche Content-Maschine? Guck mal, es ist 11.32 Uhr. Mal gucken, was du hier für Petabyte Burnus. Hier wird die. Was ich hier für Pornos drauf habe. Plague. Geil. Oh, Gottet. Als wären sie bereit. Sieht wohl so aus, als wären sie bereit, es mit ein paar Zombies aufzunehmen. Headshot. Ja. Okay, ich möchte das Spiel nicht mehr spielen. Okay, das ist die Map, also Karte. Hier ist die Karte des Iron Man. Okay, falls ich eine Wanderung plane, anderen dabei. Ja, okay. Leck mein Arsch. Service Reporting, Temperature, okay. Herzlich willkommen in der hochmodernen. Als wenn PCs damals schon so Content provided haben. New guy, I haven't gotten your name yet. Neuer, ich kenne deinen Namen nicht. Wie heißt du? Wer ist da? Ich bin Jack. Ich habe dein Licht gesehen. Ich muss sagen, es ist erfrischend, Elf wieder leben zu sehen. Wer ist da? Was hast du gesehen? Ist das nicht der Job? Ich musste deinen Bereich abdecken, ja, okay. Okay. Bruder, ich bin nur hier, ich bin echt müde, aber keine Ahnung. Ich habe noch eine Abwechslung gesucht. Okay, willst du mir nicht antworten? Ich wurde umstationiert von Ironhorse. Ja, ich bin erfahren. Ich bin echt müde, jetzt halt mal die Fresse auf den. Hast du ein Feuer an? Nein. Mach ein Feuer, die Temperatur ist kurz davor zu fallen. Du willst nicht zitternd im Sturm sitzen. Okay. Ach, ich habe hier auch eine Lampe, Alter. Kann ich die auch anmachen? Lachkick. Ups. Das sieht irgendwie lustig aus. So, ich brauche doch hier. Wie mache ich hier ein Feuer an hier? Osborn Firefinder. Ein riesiger Kompass. In der Größe eine Pizza. Ja, man, safe, so groß eine Pizza. Ich sehe keinen Rauch. Hast du schon angezündet? Willst du mich verarschen? Wir benutzen ihn, um Feuer auf der Karte zu erkennen. Okay. Ne, ich hab's noch nicht angezündet. Der Holzofen sollte beim Eingang sein. Zünd ihn an. Geht zum Werfen. Geil. Die Fresse, so funktioniert das doch nicht. Da muss doch Holz rein. Wo ist denn Holz? Unten. Das ist Lachkick jetzt halt, ne? Da muss ich hier die Taschenlampe doch nochmal mitnehmen, zum Beispiel. Warte, wie werfe ich nochmal G? Oh, geil. Okay, die Tür springt mir wieder voll in die Fresse wie ein Dorschpotz. Okay, der ist da hinten wahrscheinlich in dem Turmerino, ne? Oh, fuck. Wie macht man die an? Ah, G. Ah, ne, F. Ich
kann hier nicht weiter, Jungs. Ist das normal? Was ist das hier für ein Codec, der hier ganze Zeit Piep-Piep macht? Ich habe das Gefühl, ich pisse mir gleich in die Hose. Ich muss in Real Life voll pissen. Was piept denn das so rum? Es gibt kein Feuerholz. Ach, Laber, mein Gott. Es muss viel davon in der Hütte geben. Das ist alles von Harley. Marley? Marley hat gesponsert. Der Mitarbeiter, der vor dir hier gearbeitet hat. Sie war eine hart arbeitende Frau. Wie auch immer. Du solltest... Lieber... Ja, ich muss ein... Ich habe verstanden, dass ich ein Feuer machen muss. Benzin. Okay. Benzinerino haben wir hier. Das habe ich gesehen. Gut. Gut. Sven, so funktioniert doch kein Ofen, oder? Ich glaube, das war dämlich, oder? Ich habe die Episoden davor nicht gespielt, nee. Oh, nee, das ist dumm. Wenn ich das jetzt so mache, muss ich die eins unten lassen, ne? Lass ich mal hier die Taschenlampe, die Streichlampe, Streich hier. Bro, du musst was denn echt machen. Das ist voll hell auf einmal hier geworden, kann das sein? Ach, ich muss in das Lager da vorne, ne? Oder soll ich mir so einen fucking elongated Holz nehmen, ne? Nee, ne? Was hast du denn da für ein Airbnb geholt? Ja, tot, ne? Hallo, ich würde hier gerne Holz rausnehmen. Kann ich noch mehr nehmen? Hier ist ein Schmieröl. Feuerholz, okay. Ist jetzt gar nicht mal so krass. Irgendwie, diese Spiele leben davon, dass man nur Angst hat, sich zu erschrecken. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie muss ich mich bis jetzt gar nicht so oft erschrecken. Okay, sofort die Tür zu. Oh, hat mich ausgeschlossen. Okay, sofort die Tür zu machen, finde ich. Sofort das da reinforzen. Bisschen schön Öl auf die Bitch. Ja, yeah, mach mal schön ein bisschen Soße drauf. Schön ein bisschen Soße. Okay, haben wir gemacht. Okay. Okay. Gut. Willst du mich verarschen? Das hat immer noch nicht geklappt. Brauchte Benzin. Bruder, ich habe die Bitch in Benzin ertränkt. Was labert der für eine Scheiße? Wie viel fucking Soße muss da noch drauf? Das reicht. Mach das zu. Ja, okay. Hast recht, das reicht. Guck mal, da ist fucking Soße drauf. So. Nein, ich habe das so hinten weit aufs Bett geworfen. Das ist geisteskrank. Jetzt klappt's. Gut, komplett. Ah, I see it. I see the smoke. Der hat auch nichts zu tun, außer mich irgendwie eine halbe Stunde irgendwie zu verfolgen und zu gucken, ob der Rauch dann da ist. Ich sehe den Rauch. Es ist wirklich schön, Turm 11 wieder lebendig zu sehen. Komplett, Bruder. Kann ich nur zustimmen, Digga. Wie sieht's mit deinem Bericht aus? Tot. Ich forze mich mal hier hin einmal. Und was machen wir hier im PC an? Temperature. Cold. Lüge einfach. Windspeed, lügen einfach. Weather condition, wind. Number of hikers assisted. Penis cakes, okay, geht nicht. Reported by penis cakes. Submit. Ich habe gerade Klopfen gehört, Jungs. Ich werde halt jetzt ungern nur Escape drücken, weil ich habe gerade hier Klopferino gehört. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Okay, das macht gerade keinen Spaß. Ich mag Horrorspiele nicht, Digga. Guck mal, ich bin einfach nur so ein fliegende Taschenfurz. Seht ihr das hier? Okay. Okay, keiner da. Okay. Ich habe aus Versehen das angezündet. So, hier hat irgend... Wie sieht's aus? Ich komme noch dazu. Fang lieber sofort damit an. Du willst Mitch nicht in der ersten Nacht enttäuschen. Der muss mir Loki meinen Schwablan. Reported by Jack. Etwas schien nicht normal zu sein. Wo stehen die Drecksbedingungen denn? Muss ich das jetzt wirklich ablesen oder was? Ich dachte, ich könnte einfach lügen. Hier irgendwo war ein Thermomix, oder nicht? Wo man das so nachgucken konnte, wie viel Grad es ist. Was? Ah, da! Ja, man kann das halt voll gut lesen, ne? Was steht da? 10? 40?
Ich hab das Gefühl, ich bin hier gerade zu Besuch bei Jean-Pierre Clamer, irgendwie bei JP, Digga. Komplett. Ah, okay. Klickt mit Maus drauf. Hätte man vielleicht auch drauf kommen können. 44,4. Lifestyle. 44,4. Windspeed. Submit. Okay, etwas schien nicht normal zu sein. Was jetzt noch? Wie Jean-Pierre Clamer, bevor ich hier komplett den Jean-Pierre Clamer mache. So, Windspeed. Womit messe ich das? Meine Hände waren voll. Ja, okay. Dann lege ich mal hier diese Furz weg. Hier Furz. Halten zum Werfen. Mal gucken, wie viele Knoten in der Luft sind hier zum Beispiel. 18. Okay. Kann ich das da wieder hinlegen? So. Windspeed 18. Wind Condition. Ja, Wind halt, ne? Numbers Jack. Ich war mir nicht sicher, ob die richtigen Wetterbedingungen angegeben habe. Was ist denn mit dem Wetter, Digga? Das ist doch windig. Will er mich verarschen? Jetzt zwingt er mich herauszugehen. Da ist locker gleich Lachkick, oder? Oder muss ich hier auch nochmal mit irgendeinem Drecksgerät, vielleicht mit dem Radio? Muss. Nö. Okay. Dann mach ich das mal weg. Was ist das hier? Okay. Bringt mir auch nichts. Fuck. Okay. Cloudy. Clear or cloudy. Okay. Und schon windig, Digga. Cloud? Okay, dann probiere ich jetzt einfach alle durch, du dämlicher Vollidiot. Habe ich das Spiel durchgespielt? Ha, geil. Komplett. So, okay. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Hörst du mich, Neuer? Hm. Normal. Turm 11, höre. Bin hier im Turm 11. Ich glaube, ich melde mich für heute ab. Oh, mach dir mal einen ruhigen. Mach den entspannten, Digga. Mach den entspannten. Lass dich nicht von den Bettläusen beißen. Gute Nacht, Connor. Bis morgen. Gute Nacht. Over and out. Ja, das ist doch relativ entspannt gerade, die Schicht, finde ich. Und jetzt? Soll ich mir jetzt hier eine Kräuterlunte anmachen oder ein Lungentorpedo? Ich verstehe das nicht. Vielleicht mal einen entspannten machen, Digga. Man muss nicht immer direkt das ganze Spiel durchspielen. Erstmal hier einen ruhigen. Geil. Timeskip. Oh, ich habe, glaube ich, einen Albtraum oder so. Warum ist meine Tür offen? Finde ich. Ach, ist sie gar nicht. Connor? Ich musste pinkeln. Fuck, ich muss in Real Life auch pinkeln, Digga. Boah, kann man nicht in so eine Flasche hier pinkeln? Ich habe gar keinen Bock, hier runter zu gehen, Digga. Ich bin ehrlich. Ich geh einfach wieder pennen. Ich muss immer noch pinkeln. Fuck. Blendgranate? Oder ist das Bärenspray? Was spray ich da für Antioxidantien? Soll ich das mal aufs Feuer machen? Light the shit up. Okay, wo ist meine Lampe? Ich will halt nicht ohne Lampe gehen, Digga. Sonst wär's das doch komplett. Jungs, wo ist das Licht? Finde ich. Okay, das wollte ich gerade nicht. Ach, da stimmt, da war ein Dixie-Klo. Ja, stimmt, unten war ja ein Dixie-Klo. Ja, ohne Taschenlampe, geistkrank, egal. Okay. Als ich in der ersten Nacht außerhalb der Hütte war, bekam ich ein seltsames Gefühl. Ja, fühle ich. Hier draußen war völlig allein zu sein echt etwas beunruhigend. Ja, fühle ich. Ja, okay, ich kann nicht nach unten. Einfach vom Turm pissen. Ja, geht das denn? Ach, Lachkick. Man pisst echt vom Turm. Geil. Das wäre auch voll unnötig. Welcher Vollidiot geht dann bei diesem Wetter dann auf das Dixie-Klo da unten? Wisst ihr, wie ich meine? Ich war damit fertig. Okay, ich habe Angst. Okay. Brauche ich aber nicht. Okay, jetzt schnell wieder einsperren hier. In dem Glitch hier. Hier, machen wir erstmal das Licht. Dann fühle ich mich schon mal 30 Mal besser zum Beispiel. Oh, ist irgendjemand hier? Keiner da, immer noch. Dann gehe ich jetzt wieder schlafen auf den, oder? Chillig. Komplett. Nacht. Zwei. Ach, laber, ich bin mehrere Nächte. Jetzt habe ich zum Beispiel gar keine Angst. Ziehe ich mir hier meinen Kaffee, mache mir einen entspannten. Hier, guck mal, der Kollege im Turm, Nabbit. Beziehungsweise Beutzin. Schluck zu dem. Komplett, Digga. Ich chuck den Shit einmal down. Geil.
Einmal ein Selfie aller Francesco Totti muss man machen, okay. Kann man hier irgendwo drauf zoomen? Nö. Jetzt noch mal eine Fluppe wäre halt wirklich das Wahre einfach, finde ich. Um einen Schluck zu nehmen. Ich nehme einen Schluck. Ich nehme auch manchmal mehr Schlücke. Wie viele Fotos soll ich von diesem Bastard machen? Von dieser scheiß Dreckslandschaft. Ich habe den Kaffee schon leer getrunken. Digga, ohne Kaffee morgen kann ich nicht, Digga. Ich ohne Kaffee funktioniere einfach nicht. Aussteigen? Das ist erstmal ein Frühstück, finde ich. Wie sieht's denn hier mit Frühstück aus? Hörst du mich? Oh fuck, ich hab dich aus Versehen geskippt, Connor. Erstmal diese Drecksmusik hier ausmachen. Hier, haben wir die Fresse beim Zocken, finde ich. Höre, Connor, wie geht's? Ich bin hier. Frechtags? Okay. Entschuldige oder was? Was? Ah, okay. Ich will nur hier auf irgendwas hier ansprechen, irgendein Problem, okay. Lass mich nachschauen, okay. Im Norden von meiner Position, lass mich mal hier kurz die Tasse auf den Boden werfen. Okay. Ja, wäre halt gut, wenn man da drauf irgendwas erkennen könnte, ne? Hier steht doch nirgendwo Norden oder so, Jungs, bin ich blöd? Hier raucht's, da raucht's nicht. Der Rauch, ja. Hab ich ein Auge drauf. Ah, ich brauche deine Bestätigung. Siehst du den Rauch? Ja, sehe ich. Ich nehme jetzt nochmal das hier, das... Ja, ich habe den Rauch jetzt gesehen. Ist das okay? Ich habe Angst jetzt erschrocken, so Dingens. Ja, ich habe den Rauch gesehen. Was will er jetzt von meinen Eiern eigentlich? Ich sehe ihn. Ja, sieht so aus, als wäre es im Lacey Park Sektor, welcher nicht als registrierter Campingplatz eingetragen ist. Ja, ey, die dürfen da nicht mal sein, Digga. Weg mit denen, Digga. Gut. Okay. Könntest du es mal abchecken? Die machen da illegal Feuer und ich soll das jetzt checken, oder was? Willst du mich verarschen? Ich gehe nach Norden und melde mich. Ja, hast du irgendein anderes Detail? Ist es sicher? Ja, ich gehe da kurz hin. Sei sicher, da draußen. Over and out. Man sieht sich. Was fliegt der hier die ganze Zeit über meinem Cup ist drüber? Okay, was nehmen wir hier mit? Wir nehmen das Imprägnierspray hier mit, finde ich. Falls ein Bär kommt, können wir den schnell mal imprägnieren. Komplett imprägniert. Und die Lampe? Da wird's nicht dunkel, oder? Das wäre halt fucking schlecht, ne? Jo, was geht? Bin neu. Verpiss dich. Was? Okay. So, jetzt wird man sich vielleicht mal auch erschrecken. Wo war der Rauch nochmal, bevor ich hier gleich eine Shisha mir anzünden muss? Ich bin, by the way, so ein Horror-Game-Noob, Jungs. Ich komme auf diese Sachen nicht von selber. Wisst ihr, dass man so einen Kompass mitnimmt? Also, nicht direkt. Ich muss halt, ich spiele halt nie Horror-Games, wie gesagt. Hey, kann man nur den Kompass in der Hand halten? Warte, wo ist das Spray? Hier? Egal, wir gucken. Norden ist da die Richtung. I guess, ich muss irgendwo hier lang, oder nicht? Hey, da komme ich doch gar nicht hin. Okay, Weg ist ausgeschildert. Ja, gut zu wissen. Super, dass ich dann nochmal hier nach oben gegangen bin. Eigentlich auch, wenn er mir sagt, nimm das Bandspray mit. Warum überlege ich dann überhaupt noch irgendwas anderes mitzunehmen, wenn ich nur eine Sache mitnehmen kann? Da muss ich doch das Bandspray mitnehmen. Okay, ich muss also in die Richtung. Machen wir einen entspannten Walk hier morgens. Devin, danke für den Sub. Alter, das war echt laut irgendwie gerade, der Sub-Alert. Tower 11, Gold Creek, check, halt's Maul. Muss ich da jetzt durch den Valderino laufen, Alter? Bären, aufpassen. Ich imprägniere die Bruder, wenn die kommen. Ja gut, dass jetzt auf einmal dunkel ist übrigens, ne? Und ich jetzt keine Taschenfotze dabei habe. Okay, das ist Lachkick. No Camping. Jungs, hier ist Feuer leider nicht erlaubt, Digga. Was macht ihr hier komplett? Jungs, das ist hier nicht erlaubt, Digga. Wo seid ihr, Jungs, Digga? Das ist hier komplett nicht erlaubt, Digga. Ist schon, ich habe hier Netz auf einmal. Komplett. Machete. Ich möchte da halt nicht hin zu dem Pfeifen. Mach das Feuer erstmal aus hier, finde ich. Weil du nicht wundern, dass ich hier rede.
während des Streams. Also wenn ich rede, ich bin auch nebenbei halt am Mune, ne? Ich will die Streak nicht unterbrechen. Wer ist da? Yeah, guys, look. Zeig dich! Okay. Das Gebiet. Oh, okay. Das Spiel ist schlecht und hat so einen Grafikbug gerade gehabt. Okay, okay. Der hat gerade 10 Euro dafür bezahlt. Okay. Er hat dafür gerade 10 Euro bezahlt. Okay. Jetzt habe ich aber 10 Sekunden keine Angst mehr, weil ich jetzt vorbereitet bin. Wisst ihr, wie ich meine? Hier, mach mal hier auf, finde ich. Das Gebiet ist gesperrt. Ja, geil. Kann ich wieder nach Hause, finde ich? Bevor ich hier das alles imprägnieren muss, hier das ganze Zelt. Ich imprägniere hier kurz mal alles. In den Eimer Wasser scheißen. Nimm den Eimer, füll den mit Wasser und lösch das Feuer. Yo! Alter, wie soll man davon selber drauf kommen? Wollt ihr mich ficken? Kommt doch kein Mensch von selbst drauf. Mach aus, das Feuer ist hier nicht gestattet, du Vollidiot. Ja, hau ich jetzt ab, oder was? Okay, ich hau jetzt wieder ab, finde ich. Hier kann man auch nicht mehr... Ach, soll mich am Arsch lenken, Digga, das wird schon... Ich höre links was, aber ich gucke da nicht hin. Als ich in der Dunkelheit zurück zu meinem Turm gewandert bin, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe nur daran gedacht, was hätte passieren können. Press any key, ich bin am Pressen, Bro. Wo ist mein Turm? Oh, Galerino. Als wenn ich dieses Taschenfortspray jetzt nicht mehr benutzen muss. Ich hätte gedacht, dass das zumindest einmal hier zum Einsatz, Rino kommt. Nachher, da chillt jetzt ein Bär oben, macht sich gerade eine Kräuterlunte an oder sowas. Zur Sicherheit hinter mir den Weg einimprägnieren. Mein Schaf verreckt gleich, so viel Bärenspray, wie der heute eingeatmet hat. Okay, jetzt muss ich sagen, habe ich schon wieder Loki in den Haaren, das ist recht entspannt. Ich musste Connor von dem leerstehenden Campingplatz berichten. Connor, Turm 12, hörst du mich? Hey Connor, hörst du mich? Laut und deutlich, naja, ich hab mir gerade nur ein heißes. Also als erstes, was ist dein Status, okay? Willst du mich verarschen? Scheiße. Wir lernen nie, oder? Was meinst du? Über wen redest du? Okay, er ist OC. Das ist das dritte Mal, okay, diesen Monat. Schrei erwähnen. Ja, safe war ein Fuchs. Es war ein menschlicher Schrei. Ich weiß nicht, worüber du redest. Ja, hast recht, hab mich geirrt halt. Kinder sind in der Gegend verschwunden. Wo ist das I? Hier steht Kinder. Ungefähr vor einem Monat sind hier Kinder verschwunden. Und was mit den Kindern passiert? Wissen wir nicht. Oh, okay. Wenn sie die finden sollten, werde ich mich... Ja, halt die Fresse. Der muss mich jetzt langsam am Arsch lecken. Der meldet sich so oft telefonisch bei mir. Der will richtig mit mir chatten. Feier ich überhaupt nicht. Kurz alles wieder einimprägnieren zur Sicherheit, dass hier auch gleich nichts passiert. Muss den Frieden hier im Mittleren Osten gleich wieder herstellen. Nom nom. Oh, okay, nicht zugestellt. Ich habe ja hier gar kein Netz, ne? Ja, okay. Die hat mir irgendwie so einen Auflauf oder so geschickt. Oh, ich habe ihr die Bilder geschickt. Das wusste ich gar nicht, okay. Jackie, geht's dir gut? Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Dosch. Kann ich das Spray essen? Okay, was will der nochmal von mir jetzt? Ah, okay, nice. Ich muss Auflauf machen, okay. Ah, ich hab die... Stimmt. Weißt du was? Ich werde das Rezept jetzt einfach austesten. Es wäre vielleicht von Vorteil, das mal durchzulesen. So, okay. Was müssen wir machen? Ingredients, anguckt Pasta. Boah, halt die Fresse. Hier ist Pasta. Hier mache ich da rein. Was noch? Mariana, Pepperoni, Pizza, Instructions. Kann ich den Ofen schon mal anmachen? Oh nein, das Spiel ist kompliziert, Jungs. Ich habe keinen Bock mehr hier, wie sich das anhört. Komplett, Digga. Muss ich das erstmal ins Wasser dippen, vielleicht die Nudeln? Zu diesem Zeitpunkt war ich am Verhungern. Okay, ich klicke einfach mal alles hier an, finde ich. Geil.
Ich hatte das Gefühl, dass noch irgendwas fehlte. Ja, mach mal hier diesen Tarnfisch da drauf. Nee, klappt nicht. Diese Soße da. Nee, Öl, Schmieröl, Reifenqualm. Schau im Kühlschrank. Ach, da ist ein Kühlschrank. Habe ich gar nicht gecheckt. Rinderhack. Ich musste die Liste der Zutaten nochmal durchgehen. Fick mich doch jetzt nicht. Mozzarella Cheese, komm. Wo ist der Mozzarella Cheese? Ah, das ist Mozzarella Cheese. Geil. Ah, gut. Pepperoni. Gut. Gut. Marinara-Sauce, okay, gut. Das werfe ich einfach just for fun weg. King. King-Modus. King-Modus. Kann ich das? King-Modus. King-Modus. Kühlschrank zu. King-Modus. King-Modus rein jetzt. Enjoy. Okay. Bist du da? Ja, ich mach mir gerade was zu essen. Ist das ein Problem? Hörst du mich? Ja. Ich hör dich, Digi. Alles okay? Was ist? Connor? Habe gerade nur ihren Arsch an die Behörden gemeldet. Gut. Okay, ja, halt die Fresse, das ist ja okay. Ich war gerade dabei. Okay, ich muss meinen Namen eintragen. Ja, freut mich. Halt die Fresse jetzt, Connor. Over and out. Hier, halt die Fresse. Ich muss meinen Namen jetzt eintragen, hier in der Liste. In der Listerin. Was habe ich hier eigentlich drauf? Cats. And we are back. So how do you... Okay, komisches Zeug. Jungs. Oh, ich muss das jeden Tag machen, okay. Dann öffnen wir diese Scheiße mal. Wir müssen jetzt heute unsere zweite, okay. Temperatur, wie viel Fahrenheit ist es gerade? 48,2. Gutes Spiel übrigens. Das ist einfach nur so ein Simulator, wo man irgendwie Turmsimulator spielt. Hm. Fuck. Knoten. Ich gebe das jetzt hier ein. Cloud. Numbers of Icas assisted. Lügerino machen. Reported by Jack. Gut. Bei den anderen ist auch Cloud. Okay, gut. Aber die haben nicht so viel Icas. Hm, geil. Die haben nicht so vielen Hikern geholfen wie ich. Ich aß gerne im Bett. Ja, okay, ich setze mich jetzt kurz einfach mal damit ins Bett. Ah, was für ein ekliger Sound. Wenn jemand so neben mir ist, fängt er sich ein paar, finde ich. Ich war schon voll, ja, okay. Das muss in den Kühlschrank, wird das sonst verfaulen? Laber, ey, das geht echt in den Kühlschrank. Ich lebe nicht alleine, deswegen weiß ich sowas nicht, weißt du? Fuck, ich hätte mehr Holz am Anfang mitbringen sollen. Das wäre so schlau gewesen, dann hätte ich jetzt nicht nochmal runtergemusst. Scheiß auf die Lampe, ich gehe ohne. Gut. Gut, 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 gut. Got it. Hier pfeift irgendein Hurensohn. Und hier läuft irgendein Hurensohn. Ich habe richtig Angst halt jetzt. Okay, da ist aber nichts passiert, finde ich. Ich gucke auch nicht nach hinten. Doch, die war gerade drin. Ich konnte die ping. Wenn man die ping kann, ist sie im Chat. Wenn man die ping kann, ist sie im Chat. Oh, ich habe mich gerade echt erschrocken, Digga. Er ist oben. So, Feuerino. Musste es anzünden. Ja, ist ja klar, ne? Mach mal ein bisschen Sauce auf die Bitch wieder. Mach mal hier ein bisschen Feufeu. Spongebob Feufeu drauf. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Okay. Wegwerfen. Jetzt pennen gehen.
Ich habe die Bretter immer geschlossen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Welche Bretter meint der? Vollidiot. Ach, das? Nö. Bretter? Amarant ist nicht im Chat. Ja, jetzt nicht mehr. Ihr habt die vergrault. Fenster? Ah. Nice, dass man die auch so gut schließen kann. Welche Bretter, Jungs? Fenster von außen. Tot. Oh, okay. Mich wird das Gefühl nicht los, dass das hier gleich Lachkick wird. Ich rush das kurz. Okay. Hier geht das nicht, ne? Toggle peeken. Valorant. Toggle peeken. Valorant. Okay. Gechillte Rino. Zum Beispiel. Katja Krasavitz ist hier. By the way, da pfeift einer. Ich wurde das Gefühl... Warte, ich habe nicht gesehen. Irgendeiner beobachtet mich oder so? Was pfeift der hier die ganze Zeit? Okay, ich feiere das gerade nicht. Das Geräusch. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Der Hurensohn steht vor der Tür. Okay. Er hat gerade dafür Geld bezahlt. Und das Bett. Hallo? Ist hier jemand? Bevor es das gleich komplett war? Okay. Der hat hier irgendwie diese Ziege platziert. Das sieht einladend aus. Das macht es ganz schön gemütlich hier. Ich wusste im Moment nicht, was ich damit anfangen soll. Mach ein Foto davon. Wo ist denn meine Kamera, alla Francesco Totti? Ich hab da Toast draufgeworfen oder sowas. Fleischpenis. Fleischpenis. Wo sind meine Sachen? Ja, man sieht doch halt auch nichts. Oh, ich kann ja Licht anmachen, fällt mir gerade ein. Lachkick. Jetzt kann ich mich auch nicht mehr erschrecken, weil es hell ist, finde ich. Ach, das Fleisch habe ich ja selber dahin geworfen, fällt mir gerade ein. Ach ja, ich könnte vielleicht dem Typen mal Bescheid sagen, dass hier gerade irgendwer war. Mach auf! Ich muss mit dir reden, ist wichtig, oder? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Ja, ich rufe dich aus Spaß an, Bro. Ich will einfach nur mit dir reden, weißt du? Er glaubt mir nicht, dieser Peach. Diese Kinder, ja. Was ist, wenn es kein Spaß ist, du Vollidiot? Das ist ernst.
Okay, halt die Fresse, Connor. Danke für die Hilfe, du Stück Scheiße. Ich gehe jetzt schlafen. Dritte Nacht. Übrigens, die Typen haben gerade 10 Euro dafür bezahlt, dass ich mich erschrecke. Am nächsten Tag wachte ich auf und war mir nicht sicher, ob die letzte Nacht nur ein Traum war. Okay. Connor versuchte Gründe zu finden, dass es nur ein harmloser Prank von Kindern war. Aber da war etwas in der Nacht, das sich ein bisschen dunkler anfühlte. Ich glaube, da draußen im Wald ist etwas komisch. Okay. Okay. Meine Paranoia in diesem Wald hat sich nur verschärft, was mich dazu brachte, in der Zukunft besonders wachsam zu sein. Digga, ich mach das sauber. Ich reinige doch! Ach lol, okay. Na Wünsch. Man muss so ziehen, wer soll das denn wissen? Hier war ich aber sauber hier, zum Beispiel. Ist doch. Clean. So. Zum Beispiel. Hello? Is anyone there? I need help, please. Someone. Ja, was ist denn dein Problem, Bro? Hello? Can anyone hear me? Hier ist Jack, Turm 11. Höre sie klar und deutlich. Okay. Thank goodness. Atmen Sie einmal tief durch. Okay. Halt die Fresse. Es ist dunkel und ich kann mich nicht... Okay, du bist... Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Welche Ausrüstung? Wie lautet Ihre derzeitige Position? Okay, du bist in the middle of the woods. Halt die Fresse. In welche Richtung schauen Sie gerade? Erinnern Sie sich an irgendwelche Punkte? Ich will nicht so viel mit dem reden. Da soll man die Fresse halten. Ah, okay. Was sehen Sie? Nehmen Sie den linken. Einfach linken Scheiß sagen. Gern geschehen. Ich höre dich. Ich bin gerade in meinem Turm, du Vollidiot. Ich pfeife gerade nicht. Ich sehe dich hinter den Bäumen rechts von mir. Ich bin das nicht. Das war's komplett. Okay. Ach du meine Güte, warum hast du da drinnen so lange gebraucht? Hab mir doch ein Ruder geholt. Ich mach nur noch den Bericht fertig. Ich sollte nach dir sehen und klopf schon seit Stunden. Ja, safe. Was hast du gemacht? Nicht viel. Federmosser, hier habe ich deine Ausrüstung vom Turm, okay? Nehme Ausrüstung. Danke, Bro. Ich war am Edgen halt, ne? Was hast du gestern Abend dort gemacht? Was meinst du? Oben im Norden. Warum warst du dort? Ich würde mich da draußen nicht herumtreiben, Kumpel. Ich musste ein Lagerfeuer wegen des Rauches untersuchen. Okay. Unangenehme Angelegenheiten da oben, Kumpel. Hör auf mich Kumpel zu nennen, Luchse und Bären. Sei vorsichtig da draußen, Kumpel. Diese Wälder sind nicht normal, okay? Ganz zu schweigen davon, dass du ziemlich weit weg von mir... Halt deine Fresse, okay? Ihr könnt mir auf jeden Fall nicht helfen, absolut. Ist ein... Okay, anstrengender Job. Erwähne den Schädel, ach... Ja, ich habe den Schädel erwähnt, mal gucken, was er dazu sagt. Hast du ein Foto gemacht, bevor du ihn bereinigt hast? Nee. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, die Fresse, danke für die Ausrüstung. Was passiert, wenn ich den eigentlich verfolge? Ah ja, ich habe ja noch die Lasagne. Ich schwör's dir, wenn ich alleine so ein Spiel spielen würde, könnte ich das gar nicht, Digga. Ich muss mich kurz ins Bett setzen, weil dieser Vollidiot gerne im Bett ist. Es war kalt. Ja, Junge, heul nicht rum, ich schwör's dir. Mein Gott. Werfe ich das nochmal da rein? So. Rein damit. Blaue Zungenkracher, rein damit. Ach so, Mikrowelle, ja, sorry. Rein damit. 420, gut. Bruder, ich muss kurz nom 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 machen, finde ich. Gut. Boah, der ist so ekelhaft, ne, dieser Typ. Kann ich jetzt pennen gehen? Ich muss für den heutigen Abend noch meinen Bericht erstatten. Ich ficke diesen Bericht.
Okay, gleich kommt locker dieser Police Sheriff nochmal und fragt mich irgendwas, oder? Fuck. Wie viele Knoten waren das? 27, ne? Content? Ich muss hier kurz den Content providen. 27. Okay. Das andere. 26, okay. Fuck, muss ich gleich ändern. Aber erstmal muss ich die Temperatur gucken. 55,4. Temperature. 55,4. Was war nochmal? 26, sagtet ihr, ne? Cloud, Highcast Assisted. Komm, ich lüg mal. Ein bisschen Gehaltsbonus, den Nichtraucherbonus mitzunehmen. Ich war mir nicht sicher, ob ich die richtigen Wetterbedingungen angegeben habe. So blöd. Kann sein, dass das immer weniger werden? Waren das nicht mal mehr? Es ist kalt geworden. Ich überlegte den Holz... Ich ficke diesen Ofen. Warum habe ich eigentlich gerade... Oh. Ich habe vorhin... Gut, dass das fast... Okay. Der hat dafür Geld bezahlt. Okay, jetzt habe ich aber 10 Sekunden wieder keine Angst, weil ich an das laute Geräusch gewöhnt bin. Achso, ich war die ganze Zeit am Ducken. Okay, okay, okay. Ich bin an das laute Geräusch gewohnt. Das stört mich gerade nicht. Jetzt ungefähr noch 5 Sekunden Fenster habe ich, wo mich das nicht stört. Jetzt gleich kommt wieder das Pfeifen. Oh mein Gott, okay, da ist der Typ. Okay, Entschuldigung sehr, wer sind Sie? Was machst du hier? Keine Angst. Ich bin ein Arbeiter. Ich habe nur ein bisschen Routine auf der Arbeit nach dem Radio. Aber okay. Wie heißt du? Arbeitest du normalerweise auch so spät? Jeden Sonntag? Okay. Okay, wir müssen uns versichern, dass jede Nachricht die richtige Orte erreicht. Stimmst du mir nicht zu? Ich stimme zu. Feuerrisiken sind stark. Absolut. Aber manche Feuer sollen brennen. Und keine Menge an Verhinderung kann sie stoppen. Was meinst du damit? Natur hat ihre eigenen Pläne. Okay. Okay, wir sehen uns dann. Silas. Was ist das für ein Name, Silas? Okay. Neugier kann einen an Orte führen, an die man lieber nicht gehen sollte. Richtig. Auf ein Wiedersehen, Jack. Hau rein, Silas. Toller Arsch übrigens. Okay. Geh einfach mitten in den Wald rein, hier über das Grüne. Das gibt auf jeden Fall gar keinen komischen Vibe. Soll ich diesmal mehr Holz mitnehmen? Nimm für nächste Nacht mit. Geht das? Aber vielleicht ist Fotzlas noch da. Nimm diesmal mehr mit. Dann hätte ich mir das jetzt auch ersparen können, glaube ich. Mal hoffen wir mal, dass Fotzlas diesmal nicht da ist. Geil, jetzt habe ich aber Doppel. Finde ich. Oh, geil. Das Spiel ausgedribbelt zum Beispiel. Jetzt gleich kommt, wenn ich, weil ich 2 Holz habe, kommt gleich, ja, hol mal das Benzin auch von unten oder so. So. Mach an, dieses Stück Scheiße. Yeah, geil. Und jetzt ab ins Bettchen, finde ich. Connor war am Funkgerät. Ich ficke Connor. Doch, ich bin da. Bist du böhn? Bist du... Ich bin hier. Hier ist Jack. Laut und deutlich. Den Silas unten begegnet. Dem Typen, der dem Funkturm in der Nähe wartet. Was glaubst du? Okay, dieser Silas ist scheinbar kein normaler Mensch. Wer hätte es gedacht? Jemand, der einfach mitten in den Wald geht, dass das kein normaler Snitch ist, der hier nicht einfach ganz normal arbeitet. Warum bin ich eigentlich in dem Hundetower und nicht dieser Typ, dieser Connor? Okay, stillgelegt. Natürlich, dieser Typ war irgendeine Verarsche. Aber mit wem habe ich gerade gesprochen? Ja, auf jeden Fall Streich von Kindern. Die haben einen Mitte 45-Jährigen engagiert. Der sagt, dass das irgendein Streich war, ne? Kannte deinen Namen? Glaubst du, er hat uns belauscht? Wäre möglich. Okay. Nächstes Mal mache ich ein Ding fest. Alles klar. Ich dann auch. Gute Nacht, Ende der Durchsage. Und jetzt gehe ich zum Beispiel schlafen und...
Vergesst einfach alles, was gerade passiert ist. Wir brauchen nicht drüber reden, dass wenn wir hier arbeiten würden, wir sofort uns am ersten Tag verpissen würden, oder? Mein Unbehagen wurde von Tag zu Tag größer. Als ich mich an diesem Abend abmeldete, sagte ich mir, dass es nur wegen der neuen Umgebung sei, an die ich mich gewöhnen muss. Die Seltsamkeiten, die ich bisher in diesem Wald in Wäldern gesehen habe, waren noch nicht genug, um einen Alarm auszulösen. Wie auch immer. Das sollte sich bald ändern, ja, okay. 2 Nights later. Okay, da habe ich mir in zwei Nächte habe ich mir am Böbel rumgespielt, da ist nichts passiert. Regen, okay, jetzt machen wir es. Hast du eine Minute? Was ist denn? Okay, neues System-Update. Ja. Okay, danke für die Info, halt die Fresse, ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ja, machen wir das jetzt mal hier. Wir können auf jeden Fall schon mal machen. Try updating the system. Flash Media Drive. Welcome to Konsole. Ich muss hier kurz Update. Lol, Update Package Code 123. Ach, muss ich das nachgucken? Wo steht der Update Package Code? 030. In Berlin und ich komme aus 030, weißt du? Well, to be honest with you. Okay. Er checkt selber nicht, wie man das updaten kann. Schade. Schade. Ja. Okay, bin dabei. Hat die Fresse. Ich muss über Konsole machen. Warum bin ich eigentlich so dumm? Warte mal. Ich habe wieder nicht gelesen. Ich bin ein Vollidiot. Achso, aber das habe ich doch gemacht. Update und dann Help. Das habe ich doch gerade gemacht. Help. Ah, okay. C. Ich muss hier Check Update machen. CHKUPD. CHKUPD. 3 Update Files. Okay. Package Code. Ich habe keine Ahnung. 1, 2 oder 3, Jungs. Welches muss ich davon machen? 3. Mach ich einfach mal. Da steht am meisten Text. Achso. Update. Package Code. Ah, da steht nur einer. Ich bin Vollidiot. 434. 6084, finde ich. So, Package found. Oh, super, geil. Please enter an active line. 1045 5987 54 5487. Ah, nee, ich gebe das falsch ein. Ah, nee, doch. 18. Ah, okay, eins hat geklappt. Ich bin einfach nur ein Idiot. Oh, geil. Content. Update. Okay, das hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Okay, das feiere ich jetzt gerade nicht. Ich gehe einfach schlafen, Lachkick. Okay. Stimmt, ich muss ja Licht anmachen. Ne, Holz habe ich auch noch. Gut. Strom war aus. Nein, die ficken mich. Ey, wo ist die Taschenlampe eigentlich? Ah, geil. Gut. Nimm Benzin mit für Generator. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler war, aber ich hab's jetzt halt schon gelesen. Sorry. Ah, okay, never mind. Ich kann diese Taschenlampe nicht aus der Hand machen. So, ich laufe da jetzt zum Beispiel durch. Es ist gerade 2 Uhr halt, ne? Generator hatte kein Benzin mehr. Ich kooperiere nicht ohne mein Team. Aber ich glaube, hier gab es Benzinerie nur irgendwo. Feier ich. Ich tue das da jetzt halt rein, ne? Okay, da kommt so ein lolliges Geräusch, was ich halt nicht feier. Ich feiere das gerade nicht. Geil. Ich musste dringend pinkeln, bevor ich an den Turm zurückging. Ich ficke dich doch. Muss ich jetzt das scheiß Klo benutzen? Okay, das ist doch geistkrank hier. Klein Toilet Dragon. Jack Maxen gerade, ist angesagt. Ich Jack Maxe gerade, Jungs.
Okay. Wir gehen erstmal wieder hoch. Hm. One week later. Okay. Die Zeit verging wie im Flug. Connors Generator musste repariert werden. Also musste ich auch sein Teil beaufsichtigen. Wenn es nicht brannte, habe ich nur zweimal am Tag nach Connor gesehen. Das war wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt für ein Gespräch. Außer wenn ich selbst Gespräche führte. Keine Ahnung, was du von mir willst gerade. Komplett, sorry. Für meinen anderen. Ich weiß, es ist spät, aber das hier wird dich interessieren. Ja. Ja, ich komme. Chill mal ein bisschen. Mach mal hier erstmal das Licht an, bevor ich hier anfange zu jackmaxen. Ich bin hier. Was passiert? Ich war hier meinen Arsch abarbeiten, während ich an diesem alten Generator arbeite. Und jetzt sehe ich das. Ich sehe noch einen Rauch im Westen. Sieht so aus, als hätten wir noch einen Camper. Mein Handy hat gerade vibriert und ich habe furchtbare Angst gekriegt. Ja, ich gucke. Ich mache sein Drecksfeuer wieder aus. Einmal bitte Jelk Max in den Chat. Taschenlampe. Weißt du was? Ich habe es nicht mehr in mir. Um mich mit diesem Mist. Ich werde dir das hier überlassen. Okay, ich soll Fotos von denen machen, falls sie diesmal wieder nicht da sind. Sag mir morgen Bescheid. Er haut sich jetzt einfach pennen, okay? Ich muss das Bärenspray mitnehmen, finde ich. Falls ich Jake maxen muss. Gut. Ah, da vorne ist das Feuer, ne? I guess. Fühlte mich nicht sicher, die Treppen runterzugehen. Warum? Ich habe doch hier das Jake maxing Spray dabei. Lass mich verarschen, was soll ich denn noch mitnehmen? Jungs. Ach, Foto. Ja, aber was ist da mit der Taschenlampe? Fernglas. Meine Hände waren voll. Ach so, ich muss da erstmal auf das Feuer gucken. Okay. Lachkick? Ich wusste nicht, was ich davon halten soll. Beweise sammeln. Okay. Ich mache erstmal die Tür zu, finde ich. Die Musik wird gerade ein bisschen krass. Kann ich schlafen gehen? Ich muss das Camp überprüfen. Wie mache ich ein Foto aller Francesco Totti? Ach, das ist ein Bug, dass dieses Feuerholz bei mir ist. Mach Foto. Wie macht man ein Foto, Jungs? Da. Okay. Mehr kann ich nicht machen. Ich gehe jetzt dahin, Jungs. Mich nervt das richtig, dass ich dieses Dingens nicht machen kann. Ich werde die alle jetzt einimprägnieren, die Leute, die da stehen, finde ich. Ach, mit Leertaste kann ich ein Foto machen. Ja, Lachkick. Gut gemacht. Ich werde gleich angesprochen von diesem Jake-Maxer. Oh. Oh, okay. Das hat mich jetzt erschrocken. Okay.
Nächstes Mal imprägniere ich den ein. Ich musste fliehen. Ich imprägniere diesen Bastard. Ich habe sowieso, guck mal, ich habe ja diesen Bug, dass ich Feuerzeug noch habe. Das heißt, ich habe unendlich Feuerglitch. Oh! Okay, und jetzt? Halt deine Fresse! Ich muss das jetzt nicht nochmal spielen. Warum gibt es dieses Imprägnierspray, wenn ich den damit nicht imprägnieren kann? Okay, aber meint, es geht weiter. Oh, muss ich das jetzt alles neu machen, oder was? Ja, halt die Fresse. Wir merken uns, das Imprägnierspray können wir uns in den Arsch schieben. Oh, fuck. Ich hab die Taschenlampe nicht mitgenommen, ich hab die aus Versehen weggeworfen. Ich will die Taschenlampe wieder haben, ich sehe sonst nichts. Okay. Ich darf die Taschenlampe nicht wieder haben. Okay. Unangenehme Musik beginnt. Ich muss jetzt rennen. Okay. Ich muss locker ins Haus, oder? Okay. Dieser Hurensohn. Okay, jetzt kommt er gleich hinter mir. Ich darf mich jetzt nicht erschrecken in 3, 2... Ich nehme den kürzesten Weg. Oh, geht doch, du Hurensohn, ey. Geil. Als das Adrenalin in mir einsetzte, ich drückte aufs Gas und fuhr zum Parkranger-Hütte. Außer Atem funkte ich einen Alarm ins HQ. Hör zu, Jack, wir sind alle ein bisschen verrückt hier draußen, antwortete Mitch. Okay, die glauben mir die Story nicht. Fickt euch, Jungs. Am nächsten Tag haben die Behörden angeblich eine kleine Untersuchung in dem Gebiet durchgeführt, aber es gibt keine Anzeichen für ein Fehlverhalten. Niemand glaubte mir meine Geschichte. Bleiben Sie einfach dabei, nach Bränden Ausschau zu halten, sagte Mitch. So, vielleicht auch mal Deutsch reden, ne? Wie auch immer, das war das letzte Mal, dass ich in den Wald gegangen bin. Ja, da kannst du dir sicher sein, ne? Das war's, habe ich das Spiel jetzt durchgespielt, weil dann bin ich richtig stolz auf mich. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Spiel in einem Stream durchspiele, weil ich bin richtig der Schisser. Ich habe bis heute noch ein komisches Gefühl im Bauch. Auch wenn viele Jahre vergangen sind, habe ich das Erlebnis noch in lebhafter Erinnerung. Meine Familie denkt, ich habe das alles nur erfunden, das mir aber nicht ähnlich ist. Meine Familie denkt, ich habe das alles nur erfunden, das mir aber nicht ähnlich ist, so etwas zu erfinden. Aber, ich habe keine Ahnung, schlecht translated oder sowas, oder ich bin dumm. Aber ich weiß, was ich gesehen habe, ob echt oder nicht. Nach Einbruch der Dunkelheit können diese Wälder zu einem Ort für illegale Aktivitäten werden. Also wenn irgendwer von euch bald campen will, bitte bleibt vorsichtig. Geil. Gut. Oh mein Gott, jetzt noch Videokarten. Geiles Spiel gewesen. Ich feiere das auch, dass das nur so wenig Jumpscares hatte. Jungs, ey, falls euch das gefallen ist, bewerten, kommentieren nicht vergessen und sowas. Ihr checkt, labi blub, haut rein, Jungs. Ich wünsche euch was.